Ab und zu esse ich gerne Ravioli aus der Konservendose. Das Gute an Konserven, die sind sehr lange haltbar oder lagerbar und man braucht sich wenig Sorgen, um den Zeitpunkt des Verzehrs zu machen. Sie sind also, sofern gelagert natürlich, stets zuverlässig vorhanden, wenn sie benötigt werden. Allerdings gibt es einen nicht unerheblichen Vorbehalt. Konserve schmeckt wie Konserve und ist halt nicht zu vergleichen mit einer frisch zubereiteten Mahlzeit. Die Bibel ist eine Art Konserve Gottes. In diesen 66 Büchern der Bibel ist alles bereits seit Jahrtausenden konserviert und zudem unendlich lange haltbar niedergeschrieben, was Menschen, die Gott ernsthaft suchen, an wesentlichen Informationen über Gott benötigen. Ein Schweizer Journalist und Politiker hat sich kürzlich folgendermaßen und bezeichnend zur Bibel geäußert. Ein Zitat: Das großartigste, aufwühlendste, erschütterndste, wahrste, weiseste Buch, das es überhaupt gibt. Wenn Sie in Ihrem Leben ein Buch oder ein Buch noch einmal lesen wollen, dann lesen Sie die Bibel. Wenn man die Bibel gelesen hat, muss man keine anderen Bücher mehr lesen. Alle anderen Bücher sind gleichsam eine Fußnote zur Bibel. Die Bibel handelt von allem, was den Menschen angeht, aber eben auch von dem, was über den Menschen hinausgeht. Bedeutsame und zugleich erstaunliche Worte eines stark intellektuell und analytisch denkenden Menschen. Spannend, dass er nicht bei sich selbst, seiner Menschlichkeit stehen bleibt, sondern eben offen ist, weiter zu denken. Die Bibel handelt eben auch von dem, was über den Menschen hinausgeht. Ravioli aus der Konserve schmecken wie Konserven-Ravioli. Doch die Bibel hat trotz ihres hohen Alters nicht dieses konserventypische Geschmäckli. Vielmehr ist sie großartig, aufwühlend, erschütternd, wahr und übertrifft mit ihrer Weisheit alle jemals dagewesene Erkenntnis. Die Bibel ist trotz ihres unglaublichen Alters brandaktuell und ihre Worte schmecken wie eine ganz frische und mit Herz zubereitete heiße und leckere Mahlzeit. Als das Volk Israel in der Wüste herumirrte, versorgte sie Gott fast täglich mit Manna, eine Art Brot vom Himmel, das vorher niemand gekannt hatte. Manna heißt übrigens übersetzt: Was ist denn da? Gott wollte ihnen damit deutlich machen, dass der Mensch längst nicht bloß davon lebt, was er vor Augen hat, selbst anpflanzt, erntet, sich erdenken, sich leisten oder erarbeiten kann. In der Wüste hatten all die vielen Israeliten schlicht fast keine Möglichkeit, sich selbst zu versorgen und waren ganz auf die Treue Gottes und dessen Versorgung angewiesen. Es heißt in 5. Mose 8, Vers 3 bezeichnend: Dann gab er euch das Manna zu essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit zeigen, dass der Mensch nicht allein von Brot lebt, sondern vor allem von den Worten des Herrn. Die Bibel ist also keineswegs alte Konserve, sondern das Buch des Lebens schlichtweg. Die Bedeutung des und die Versorgung durch das Wort Gottes ist für uns weit wesentlicher als das tägliche Brot, die tägliche Nahrung für unseren Körper. Jesaja, ein bedeutender Prophet aus dem Alten Testament, war auf das frische und deutliche Reden Gottes angewiesen. Ja, er machte sich sogar willentlich davon abhängig und richtete sein Leben und sein Dienen danach aus. Sein Hunger und Verlangen nach Gottes Wort war weit größer als sein Hunger nach Wohlstand, Gesundheit und Nahrung. Er sagt dazu in Jesaja 50, Vers 4: Gott, der Herr, gibt mir die richtigen Worte, damit ich erschöpfte Menschen trösten und ihnen neuen Mut zusprechen kann. Morgen für morgen weckt er in mir das Verlangen, von ihm zu lernen, wie ein Schüler von seinem Lehrer. Wir können es uns vorstellen, dass das Volk Israel tatsächlich oft erschöpft war in der Wüste. Es musste zermürbend und trostlos gewesen sein, 40 Jahre Tag und Nacht in der Einöde zu verbringen. Jesaja hatte ein großes Herzanliegen, ebenso müde und erschöpfte Menschen zu trösten und ihnen neuen Mut zuzusprechen. Die Kraft und die Energie dazu bekam er von dem täglich frischen Wort Gottes, mit dem er sich aktiv morgen für morgen nährte. Er wusste, ohne die Frische des täglichen Redens Gottes würde er diesen Auftrag niemals ausführen können. Ich meine, es ist enorm wichtig, dass wir Christen heute und jetzt genau diesen Jesaja-Auftrag ernst und wahrnehmen. Müde und erschöpfte Menschen zu trösten und ihnen neuen Mut zuzusprechen.
Jesus bezeichnet Menschen, die ihm vertrauen, auf ihn hören, als solche, die Salz und Licht sind in dieser Welt. Vergleiche Matthäus Kapitel 5. Und dies meint er genauso, wie er es sagt, nämlich ganz einfach. Salz bringt Geschmack, ja, macht eine Mahlzeit erst genießbar. Müde und erschöpfte Menschen werden getröstet. Sie kriegen neuen Appetit auf ein Leben mit Hoffnung und Sinn. Das Licht erhellt und vertreibt die Finsternis, die Dunkelheit. Neuer Mut kommt auf und Menschen erhalten Licht für neue Wege und Lebensperspektiven. Dieser Auftrag beruht auf zwei wesentlichen Tatsachen. Erste Tatsache: Jesus sagt, ihr seid das Salz und ihr seid das Licht dieser Welt. Also keine Spur von, wir Christen sollten dieses oder jenes tun oder sein. Nein, wir sind es, weil uns das Wort Gottes durch Jesus Christus dazu berufen und bevollmächtigt hat. Es ist deshalb auch verboten und ein No-Go, für einen Christen überheblich zu sein und zu denken, etwas Besseres als andere zu sein. Wie oft leide ich deshalb an mir selbst, aber auch an anderen Menschen? Nein, wir sind überhaupt nicht besser, aber wir sind und stehen dennoch wie Leuchttürme in dieser Welt und unsere Aufgabe und unser Auftrag ist es, egal wo wir sind und was wir gerade tun, erschöpften und verwirrten Menschen Trost und echte Hoffnung zu bringen, ihnen neuen Mut zuzusprechen und ihnen den Weg zum guten Vater im Himmel zu beleuchten. Zweite Tatsache, wie gut ist es doch, dass wir uns täglich, morgen für morgen mit Gottes frisch zubereitetem Wort nähren können, um täglich für diesen unglaublich wichtigen Auftrag mit neuer Leuchtkraft und Überzeugung ausgerüstet, als Leuchttürme und Wegweiser in dieser Welt zu stehen. Morgen für morgen weckt Gott in mir das Verlangen, von ihm zu lernen wie ein Schüler von seinem Lehrer, so sagt Jesaja aus Überzeugung. Ein Fazit: Gottes Wort ist uralt, schmeckt aber dennoch stets frisch und überhaupt nicht nach Konserve.